Ah, yippie, da seid ihr ja wieder. Heute habe ich einen ganz schnellen Shorty-Kurztipp für euch. Wie erstelle ich einen Screenshot? Manchmal rufen mich meine Kunden an und sagen, sie haben hier ein Problem am Bildschirm und dann kann man es immer ein bisschen schlecht am Telefon erklären. Und dann sage ich, na, machen Sie doch einfach mal einen Screenshot. Ja, was ist denn ein Screenshot? Kommt dann manchmal. Oder muss ich jetzt mal meine Kamera holen? Nö, nichts von all dem. Jeder Windows-Rechner ab Windows Vista rauf zu Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 hat dieses eingebaute Snipping-Tool. Viele wissen das gar nicht. Ich möchte es euch mal kurz zeigen. Das findet ihr hier, wenn ihr links unten auf das Startsymbol klickt und dann in das Suchfeld eingebt Snip. Das müsste schon reichen. Ja, hier oben finden wir es schon. Da klicken wir mal drauf. Und es öffnet sich hier dieses kleine lustige Programm. Unser Mauszeiger verwandelt sich in ein Kreuz und wir können mit diesem Kreuz, mit der linken Maustaste jetzt ein Feld aufziehen. Das können wir so groß machen, wie wir wollen. Und wenn wir loslassen, wird von genau diesem Bereich ein Bild erstellt. Wir sehen also genau, das ist dieses Feld, das ich aufgezogen habe. Ich kann hier sogar mit einem Stift rot, blau, schwarz hineinmalen. Meinem Kumpel, dem ich das Bild vielleicht per E-Mail schicken will, noch eine Nachricht schreiben und ich kann hier mit diesem Marker, das ist so ein gelber Marker, kann ich hier noch bestimmte Elemente eben markieren und herausstellen. Ja, ich kann direkt aus dem Snipping-Tool jetzt dieses Bild als E-Mail verschicken oder ich kann es in die Zwischenablage kopieren. Ich kann das Ding auf meine Festplatte speichern. Hier Screenshot nenne ich das mal speichern. Dann habe ich eine JPEG-Datei, die jetzt hier auf meinem Desktop rumliegt. Die kann ich auch wieder verschicken oder natürlich auch löschen, was ich jetzt mache. Und wenn ich festgestellt habe, na, der Bildausschnitt gefällt mir überhaupt nicht, dann klicke ich hier einfach links oben auf Neu und ziehe mir eine neue Auswahl auf. Ja, so einfach geht es. So können wir mit jedem Windows-Betriebssystem schnell und einfach einen Screenshot erstellen. Manche von euch haben das vielleicht noch gar nicht gewusst, weil das Tool ist relativ gut versteckt in Windows. Ich habe mir das Programm direkt als Verknüpfung hier angelegt. Wie das funktioniert, zeige ich euch auch gleich nochmal. Wenn ihr das Programm vielleicht öfter braucht, dann sucht es hier nochmal in diesem Eingabefeld. Hier sehen wir es, das Snipping-Tool. Und ich kann jetzt mit gedrückter rechter Maustaste, kann ich es mir hier auf den Desktop ziehen und sagen, ich möchte eine Verknüpfung hier erstellen. Ja, und dann habe ich immer, wenn ich es brauche, habe ich mein Snipping-Tool, das immer dann erscheint, wenn ich es benötige. Ja, so einfach ist es. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr wisst jetzt, wie ihr unkompliziert einen Screenshot erstellen könnt. Ciao und bis bald.